b3.0. Die Parabel p verläuft durch die Punkte p6, 6 und q8, 3. Sie hat eine Gleichung der Form y ist gleich minus 0,25x² plus bx plus c mit bcxy Element r. Die Gerade g hat die Gleichung y ist 1 Fünftel x minus 1 mit xy Element r. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. P3.1 zeigen Sie durch Berechnung der Werte für b und c, dass die Parabel p die Gleichung y ist gleich minus 0,25x² plus 2x plus 3 hat. Zeichnen Sie sodann die Parabel p und die Gerade g für x von minus 2 bis 10 in ein Koordinatensystem ein. Für Zeichnung gilt Länge 1 cm, x wird von minus 2 bis 11 gezeichnet und y von minus 2 bis 7. Okay, markieren wir mal die wichtigsten Punkte. Wir haben einen Punkt p und einen Punkt q, die auf dieser Parabel verlaufen und zusätzlich eine Form y ist gleich minus 0,25x² plus bx plus c. Und da fällt sofort heraus, dass wir hier diesen Faktor vor dem x² kennen, also unserem Öffnungsfaktor a. Zusätzlich kennen wir noch eine Gerade g mit 1 Fünftel x minus 1. Und noch der Hinweis, man soll auf zwei Stellen nach dem Komma runden. Okay, Aufgabe ist, zeigen Sie durch Berechnung für Werte b und c, dass die Parabel die Gleichung minus 0,25x² plus 2x plus 3 hat. Hier sieht man ja schon mal, dass der Öffnungsfaktor hier drin steckt, als den Wert wir irgendwie brauchen. Okay, es gibt drei Möglichkeiten, eine Parabelgleichung aufzustellen, beziehungsweise drei kennt man, bleibt man meistens kennen. Zwei davon funktionieren mit einem Scheitelpunkt, da hier kein Scheitelpunkt gegeben ist, brauchen wir die auch nicht. Scheitelpunkt würde immer bedeuten, man benutzt die Scheitelform. Da die hier nicht gegeben ist, benutzt man die allgemeine Form. Die steht im Prinzip hier schon da, die können wir eigentlich sofort übernehmen. Und jetzt gilt, ich schreibe es hier unten nochmal hin, y ist gleich ax² plus bx plus c. So, und jetzt gilt, wir setzen alles Bekannte ein und zusätzlich diesen Punkt p, also den ersten Punkt, der bekannt ist. Markiere ich nochmal. So, dieser Punkt p hat nämlich eine x-Koordinate und eine y-Koordinate. Und wo setzt man die ein? Natürlich die x-Koordinate für das x und das y-Koordinate für das y. Und dann heißt die erste Gleichung wie folgt. Y-Koordinate ist gleich für das a setzen wir, was wir schon kennen. Ich markiere mal die Werte nochmal im Speziellen. So. Für das a minus 0,25 mal, ja zwischen dem a und x Quadrat steht mein Mal dazwischen. So, x haben wir, x-Koordinate ist 6, also 6 Quadrat. Dann haben wir plus b mal x, also plus b mal 6. Und hinten dran noch plus c, das kennen wir nicht. Das bleibt stehen. Und genau das gleiche machen wir jetzt nochmal. Und zwar mit dem Punkt q. Der hat ebenfalls eine x- und eine y-Koordinate. Setzt man in einer zweiten Gleichung ein. Es geht los mit y, also 3 ist gleich. Wieder kommt a, der Öffnungsfaktor, minus 0,25 mal. Jetzt kommt die x-Koordinate, also 8 Quadrat, plus b mal x, setzen wir das 8 ein, plus c. So, an der Stelle würde ich empfehlen, alles vereinfachen, was sich vereinfachen lässt. Bevor man irgendwelche mit Umformung oder Taschenrechner anfängt, vereinfachen. Links können wir nichts verändern, das bleibt 6 und jetzt minus 0,25 mal 6 Quadrat. 6 Quadrat sind 36, minus mal plus auf jeden Fall minus und 0,25 mal 36, ein Viertel von 36 ist minus 9. Ja, minus habe ich ja schon dastehen. So, oder einen Taschenrechner eingeben, wer sich zu unsicher im Kopf ist. Dann b mal 6 drehen wir um zu 6b. Und hinten dran noch das plus c. Das gleiche machen wir auch mit der zweiten Gleichung. 3 ist gleich minus mal plus ist minus. 8 Quadrat sind 64. Und ein Viertel von 64 sind 16. Also haben wir minus 16. B mal 8 drehe ich wieder um zu 8b. Und hinten dran plus c. So, jetzt haben wir ein lineares Gleichungssystem. Das lässt sich auf viele verschiedene Arten lösen. Ja. Gleichsetzungsverfahren, Einsetzungsverfahren, Addition, Subtraktion, Determinanten. Es gibt beim Taschenrechner auch noch viele, viele Möglichkeiten über einen Solver, über Tool, System 2 und so weiter und so fort. Wir machen es ganz händisch mit Hilfe dem Gleichsetzungsverfahren. Ich benutze am liebsten das Gleichsetzungsverfahren. Beim Gleichsetzungsverfahren ist es so, dass wir beide Gleichungen nach einer Variable auflösen. Das heißt, auf einer Seite, entweder links oder rechts, muss eine Variable ganz, ganz alleine stehen.
Hier wähle ich immer das C aus, weil wenn das bekannt oder gesucht ist, ist steht es von Natur aus schon alleine da und ich muss weniger umformen. Das will ich rechts stehen haben, das heißt den ganzen Rest, der hier beim C mit dabei steht, den tue ich auf die andere Seite rüber mit Plus oder Minus. Also fangen wir an. Kommandostrich. Hier diese minus 9 schaffe ich mit plus 9 weg. Hier diese plus 6b schaffe ich mit minus 6b weg. Zweite Gleichung mache ich es genau. Ja, mache ich jetzt die erste Gleichung fertig. Dann haben wir 6 plus 9 sind 15. Und dann kommt noch minus 6b dazu. Ist gleich c. So, zweite Gleichung. Die minus 16b kriege ich mit plus 16b. Quatsch. Minus 16 kriege ich mit plus 16 weg und die plus 8b kriege ich mit minus 8b weg. Für die zweite Gleichung gilt also, 3 plus 16 sind 19 und hinten dran kommen dann die minus 8b ist gleich c. Jetzt habe ich beide Gleichungen nach c aufgelöst. Jetzt Gleichsetzungsverfahren bedeutet ja, wir setzen irgendwas gleich. Nämlich 1 ist gleich 2. Ja, wenn hier diese erste Gleichung, dass da gleich c sein muss und dass da gleich 10 sein muss, dann bedeutet auch, dass diese beiden Gleichungen hier gleich sind. Also können wir im nächsten Schritt schreiben. 15 minus 6b ist gleich, und jetzt die zweite Gleichung, 19 minus 8b. So, ich habe nur noch eine Variable drin. Jetzt löse ich diese Gleichung so auf, dass das b alleine steht. Vollkommen egal, ob es rechts oder links steht, spielt keine Rolle. Ich sammle jetzt die b rechts. Das heißt, diese minus 8b schaffe ich mit plus 8b auf die andere Seite rüber. Und hier habe ich noch die plus 15, die schaffe ich mit minus 15 auf die andere Seite. So, dann habe ich hier minus 6b plus 8b sind 2b ist gleich. Und ich habe 19 minus 15, das sind 4. Dann teile ich noch durch den Faktor, der vor dem b steht, vor der Variable steht, also geteilt durch 2. Und dann folgt daraus, b ist gleich 2. Können wir schon mal spickeln, ob das oben passt. Hier steht ja, dass b 2 sein muss. Super, haben wir uns also bisher noch nicht verrechnet. So, das b habe ich berechnet und jetzt nehme ich dieses b und setze es entweder in die zweite Gleichung oder in die erste Gleichung nochmal ein, in die vereinfachte Form. Weil wenn ich das hier zum Beispiel für dieses b einsetze, dann kann ich hier gleich c berechnen und spare mir eine Menge Arbeit. Man nimmt die Gleichung, die schönere Zahlen hat, aber im Prinzip spielt es keine Rolle. Ich nehme jetzt in Gleichung 1. So, dann folgt daraus 15 minus 6 mal, und jetzt kommt das b, habe ich ja hier 2 berechnet, ist gleich c. 6 mal 2 sind 12 und 15 minus 12 ist 3. Folgt daraus, c ist gleich 3. Da schreibe ich jetzt die Parabelgleichung nochmal auf. Y ist gleich, ja, wir brauchen hier das a, schauen wir nochmal nach ganz oben. Das a wäre, gucken wir es hier nach, hier steht minus 0,25. Also setzen wir ein, minus 0,25. X Quadrat. Dann b haben wir hier plus 2, also plus 2x und c haben wir gerechnet mit plus 3. Also hinten dran noch ein plus 3. Das müsste meine Parabelgleichung sein. Kontrolliere ich nochmal nach, ob es stimmt. Jawohl, tatsächlich, wir haben richtig gerechnet, ist genau die richtige Parabelgleichung. Ja, sie steht hier dran, damit man die nächsten Aufgaben problemlos lösen kann. Weil nächste Aufgabe ist jetzt hier noch mit drin. Zeichnen Sie so dann die Parabel p. Hier ist das Koordinatensystem, wie groß es werden soll. Zeichnen auf dem Tablet ist immer so das Gemeinste, weil man das Geodreieck beim Zeichnen nicht sieht. Aber Moment, muss man halt beschreiben. Also, die x-Achse geht von minus 2 bis 11 und die y-Achse geht von minus 2 bis 7. Muss also 7 Platz nach oben lassen und 2 auf jeden Fall nach links. Ja, das war ein bisschen zu schief. So, und wir fahren es nach rechts. 11 Stück nach rechts. So, dann mein X, mein Y. Nach unten und nach links bitte keine Pfeile zeichnen.
Und dann geben wir noch die Einheiten an. So, ich mache immer jede zweite Einheit, um ein bisschen Zeit zu sparen. Und hier ist die 11 zu finden. Okay, Parabel zeichnen. Ja, gerade haben wir auch noch drin. Dürfen wir nicht vergessen. Also, es gibt mehrere Möglichkeiten, Parabeln zu zeichnen. Entweder man tippt sie in den Taschenrechner ein und liest aus der Wertetabelle ab. Oder wir setzen eigenständig Punkte ein, berechnen die und tragen die ein. Oder ich berechne den Scheitelpunkt und kann dann mit Hilfe der Symmetrie arbeiten. Da gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Wenn der Taschenrechner erlaubt ist, würde ich den Taschenrechner empfehlen, weil er einfach hier sehr viele Vorteile bietet. Ich stelle kurz auf Pause, weil ich muss den Taschenrechner aufrufen. So, das ist meine Taschenrechneroberfläche. Und hier muss ich jetzt die entsprechenden Sachen eingeben. Bisschen Sharp, EL 9950, je nachdem, welchen Taschenrechner benutzt, sieht es halt recht ähnlich aus. So, das ist meine Parabelgleichung, die muss ich jetzt eintippen. Ich gehe dafür hier auf y ist gleich und tippe hier die Parabelgleichung ein. Minus 0,25x² plus 2x plus 3. Und dann gibt es eine schöne Wertetabelle. Tippe ich drauf und jetzt zeigt er mir hier die ganzen Punkte an. Also 0,3 wäre zum Beispiel ein Punkt, 1,475 und so weiter und so fort. Ich muss das bitte noch wichtig, nämlich überprüfen, von welchem Bereich man, in welchem Bereich man zeichnen muss. Das steht hier auch immer mit drin, im Bereich von minus 2 bis 10. In diesem Bereich muss unbedingt die Parabel gezeichnet werden. Also muss ich hier den ersten Wert bei minus 2 auslesen. Minus 2, minus 2. So, dann habe ich hier unten, ja, nehme ich schwarz. Nächster Punkt ist minus 1 und plus 0,75. So, und nächster Punkt ist 0,3 und so geht es jetzt im Prinzip die ganze Zeit fort. Gucken, ob es so, ja, kann ich alles ablesen, genau. 0,3 ist der nächste, dann habe ich 1, 4,75. Dann habe ich 2 und 6. Der ist hier, dann habe ich noch 3, 6,75. So, und jetzt sieht mir das Schöne, man braucht einfach nur noch nach unten scrollen und kriegt die ganzen anderen Punkte schon raus. Dann 4, 7, 6, 5, 6,75. Und jetzt sieht man eigentlich auch schon die Symmetrie. Ich habe oben hier. Da ist mein Scheitelpunkt. Das heißt, ich kann jetzt hier auch so alle symmetrisch die Punkte im Prinzip recht schnell einzeichnen. Oder ich lese einfach aus der Tabelle vom Taschenrechner ab. So, und 10 minus 2. So, nochmal überprüfen. Habe ich alle von minus 2 bis 10 gezeichnet? Jawohl. Und jetzt so rund wie möglich verbinden. Eine Parabel hat keine Ecken und keine Dellen drin. Ja, ich mache mit Absicht eine rein. Wenn es jetzt im Prinzip so aussieht, dann merkt man sofort, oh hoppla, hier habe ich irgendwas verpasst. Das sieht nicht schön aus. Nochmal wegmachen. Manche nutzen auch eine Parabelschablone, um diese Rundungen schön hinzubekommen. Aber ich glaube, man schafft es auch per Hand ganz gut. So sieht meine Parabel dann aus. Moment, wir sind noch nicht fertig. Wir brauchen noch die Gerade. Da müssen wir nochmal hochgehen. Wo ist die Parabelgleichung? Da in grün. Minus ein Fünftel x, Quatsch, ein Fünftel x minus 1. Ich schreibe es jetzt mal hier schnell daneben. Die muss auch noch eingezeichnet werden. Möglichkeit 1, ich nehme den Taschenrechner her, gehe auf y ist gleich und tippe sie hier bei y2 ein. Oder ich lösche die Parabel raus und tippe sie hier nochmal ein. Kann sogar mit Bruch. Ja, die meisten Taschenrechner können das ja. Ein Fünftel x minus 1. Gehe wieder auf Table und lese hier zwei Punkte ab. Möglichkeit 2. Ich benutze einfach das, was hier steht und kann ich sofort einzeichnen. Hinten die Zahl ohne das x ist im y-Achsenabschnitt. Das heißt, die y-Achse wird bei minus 1 hier geschnitten. Ein Fünftel, das ist jetzt tatsächlich schon ein gemeiner Bruch, bedeutet, ich gehe 1 nach rechts und ein Fünftel nach oben oder wenn es negativ ist, hier vorne nach unten.
So, ein Fünftel ist blöd zu zeichnen. Beim Bruch kann man aber sagen, ich gehe das, was im Nenner steht, nach rechts und das, was im, also rechts und das, was im Zähler steht, nach oben bzw. unten, je nachdem, ob es positiv oder negativ ist. Das heißt, 5 nach rechts und 1 nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 1 nach oben lande ich genau hier. Jetzt nehme ich mein Geodreieck und zeichne da die entsprechend die Gerade durch. Achtung, auch hier gilt wieder, so genau wie möglich und von, was hat man von minus 2 bis 10 auf jeden Fall zeichnen. Dann sieht die Gerade G so aus. Ja, also ich kann nicht ja im Taschenrechner. Ja, ein bisschen habe ich verfehlt, egal. Sieht man, 5,0 ist zum Beispiel ein Punkt, den habe ich jetzt hier ganz gut getroffen. Jawohl, dann wäre die Aufgabe fertig. Wir haben die Parabelgleichung aufgestellt und wir haben die Parabel und Gerade gezeichnet.